also ein Stöckchen in die Mitte. Und Ja. dann gehst du auch, hältst die Maus für das Zahnrad und siehst du, was du brauchst, für was zu bauen. Okay. Hat jemand eigentlich noch Schädel? Oder Bones? Ja, zwei Schädel habe ich. Schädel habe ich Ja, nur. dann geh doch mal oben in die Hütte, weil da ist doch so ein Lämpchen. Ja, aber da brauchen wir nur noch Oha. Knochen, keine Schädel mehr. Sicher? Alter. Ich Ja. hab da gerade Ingame schon wieder Gerade schon geguckt. Handgemachte Quelle, Schneeschuhe, Brände. Hallo! Katja, hör auf, Ingame zu reden! Ach so, 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 so. Nervt ja gar nicht oder so. Ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Du redest daher gerannt. Hallo. Ich hab einen Bogen. Brauchst du nur noch Pfeile? Ja, die hast du ja typisch selber deutsch. Erstmal einen Gartenzaun hinmachen. Ey, Mann, 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 Mann. Na klar. Dass das ganze Gesindel draußen bleibt. Echt. Und Anni wird dann die komische Oma, die in der Fenster hockt. Voll. Der Name passt ja schon fast. Boah, ich müsste was essen. Dann ess doch was. Jedes Zeug ist da was Getrocknetes noch? Ich würde oben mal gucken. Was ist für ein komisches Blatt für die Pfeile, was ich da brauche? Das ist kein Blatt, das sind Federn, du Hölle. Die hast du in deinem Rucksack. Wenn du welche hast, sind sie in deinem Rucksack. Du musst da auch erst links einsammeln. Oben. Martin, links in meiner Hütte ist noch getrocknetes Fleisch. Ich hab schon was gefunden, da oben. Klingen um meine Hotkey an. Moment mal. Beenden. Foto so, von ich Timmy. Ich mach mir jetzt auch Futti. Ja, Timmy ist schon drin. Futti! So! So gesehen ist unser aller Sohn. Von welchen Viechern sammle ich denn die Dings? Die Vögeln. Ah. Wo kann man das einschlagen? Und dann musst du halt ganz schnell in die Luft gucken, weil die dann in der Luft. Grüß dich! Okay, dann bin ich jetzt mal gut zu Vögeln. Bist du das? Wow. Vor allen Dingen, wir müssen schauen, wie wir die Mauer da oben machen, ne? Weil. Damit halt wirklich keiner reinkommt und so. Ich glaube nicht, dass die von da oben runterspringen. Die machen sich nämlich auch, wenn sie springen. Was machen die? Sorry? Die kriegen auch Fallschaden. Ja. Also, ich glaube nicht, dass sie da oben freiwillig reinspringen. Verdammt, wo ist das Bambi hin? Das war schon blutdick. Keine Ahnung, wo dein Bambi ist. Wo ist denn eigentlich unsere Kaninchenfalle? Ich sehe die nicht. Außerhalb. Außerhalb. Oh, nichts passiert hier. Hast du sie auch neu gesetzt? Ja, na, die ist. Die Hasenfalle hatten wir ja schon erst. Aber. Ja, muss ja mal aktiviert werden. Ja, ist. Vielleicht sollte man da oben noch eines setzen. Also hinter uns, wo unser Karren irgendwo im Dreck steckt. Ja, dort glaube ich ist ganz gut und halt weiter unten auch nochmal. Also ein paar bauen, weil Kaninchen brauchen wir jetzt echt viele gerade im Moment. Oder mit Cage. Aber wir brauchen nur noch ein paar Steinchen. Noch ein, ich hab fünf. Noch ein Steinchen fehlt. Da ist die Mauer fertig erstmal. Ja, wie ein Stein. Erledigt. Gut. Bambi. Und da kommt keiner drüber. Nee. Hoffen wir doch mal nicht. Was ich ja nicht verstehe, diese komischen Spike-Teile da, wo man die hinbauen kann. Diese kleinen. Die baust du vor die Mauer, dass sie dagegen laufen. Ja. Ey, wenn jemand noch kleine Stöckchen sieht, toll. Immer mitnehmen, ne? Ja, ich brauche auch ganz viele kleine Stöckchen, weil ich würde gerne noch eine Hasenfalle bauen. Also wir sollten auf jeden Fall. Also da sind noch welche in unserem Storage-Ding da. Pack mal noch ein Storage rein. Kurze Frage, wollen wir die Mauern nur so hoch lassen oder bauen wir dann? Ja, ich würde es erstmal. Du brauchst eine Tür.
Ja, brauchst nicht höher. Echt? Weil die Tür ist ungefähr noch eine Etage höher, deswegen. Ja, aber wenn du Steine sammelst, viel Spaß. Ja. Das macht ja, die ganze Zeit auch schon. Wir haben die Mauer immerhin schon fast zweimal die Länge gebaut. Dann sollten wir jetzt vielleicht diese Defensive-Dinger nur noch vorbauen. Was für Defensive? Ja, die Verteidigungsdorn oder die Verteidigungsdornenwand. Irgendwie verstehe ich die Dornenwand nicht. Boah, steck schon raus. Du unten. Hey, ich habe eine AK gefunden. Dann halt diese mehr aus. Bestimmt hast du eine AK gefunden. Ja. Man kann es ja mal versuchen. Das wäre nice auf jeden Fall, wenn so eine AK so immer ganz random und dann hast du einfach gewonnen. Ja. Oder du hast die AK und es gibt keine Muni dafür. Dann bringt dir auch nichts. Ist ja auch lustig. Wie konntet ihr das nur so einstellen, dass Bäume nicht respawnen? Das ist gemein. So, ja. Hä? Wieso kann man diese Defensive Wall Spikes? Hä? Wo baut man die denn hin? Keine Ahnung. Die baust du unten an die Palisade. Ja, aber so bei unserer Mauer geht's auf jeden Fall nicht. Ah, die Palisade. Nein. Ja. Die Palisade ist das Holzding, was wir da hinten haben, das Stück. Ach so. Ach so. Nur da kann man das halt dran, oder was? Nur an diese Wand, wenn es als Wand benutzt. Aber du kannst die andere davon dran setzen, ist ja auch egal. Baumfeld! Verdammt schon. So, das ist gut. Illegale Mitternachtsrodung. Ich hab mich auf den Schuss im Wald verirrt, ich hab Angst. Aha. Du hast Finde Angst. Timmy. Ich hab hier noch was gefunden. Ein neuer Höhleneingang. Hey, ich find's geil, dass immer wieder hier Steine einfach so random liegen. Naja, Bäume wachsen nicht nach, aber Steine spawnen einfach so. Ja, die Steine wachsen nach. Steine wachsen. Kann jemand eventuell meine Brücke bauen über den Wasser? Was? Welche Farbe haben wir genommen für Höhleneingang? Ja, Höhleneingang ist rot erstmal. Wenn du noch nicht drin warst. Nachher machen wir blau, wenn du drin warst. Okay. Wenn sie clear sind. Neulich. Alright. So. Ich glaub, so, wir können theoretisch schlafen. Hä, wollen wir aber nicht. Es geht schon wieder hell, Anni. Aber hilft das nicht, um Gesundheit wieder zu kriegen auch? Nein. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Auch nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Aber Essen, Trinken hilft. Wenn du so Soda trinkst. Teilweise. Okay, ich bin jetzt. Ich weiß, wo ich bin. Wenn du Soda brauchst, ich hab ein paar. Okay. Wir sollten aber mal gucken, dass wir echt Aloe finden. Ja, ich bin gerade in der Wildnis unterwegs. Ich habe jetzt erstmal einen Topf gefunden. Oh, erstmal was zu essen. Lecker Fleisch. Haben wir zufällig ganz viel Holz? Nee. Was für Holz? Stämme. Ganz viel Nein. Schon mal gar nicht. Da musst du selber rum. Guck mal vor unserem Zaun. Wieso? Oh, okay. The fuck? Ist das dein Ernst? Ja, dann sind wir sicher. Von der Seite zumindest. Sicher bist du hier nie. Nein. Doch, damit schon. Nein. Die zerreißen das auch irgendwann, weil sie kriegen auch Schaden. Wenn sie... Ja, genau, deswegen. Und du kannst es, glaube ich, auch retten, die Teile. Da brauchst du das Reparaturwerkzeug. Ja, du, ich weiß nur, wie man den baut. Ich weiß, ein Stein, zwei Stöckchen und noch irgendwas. Junge, ist das Ding laut, ey. Lass mal auch das Ding auf der anderen Seite machen. Also die Mauer. Deine Mauer? Ja. Mhm. Wer plant das? Am besten der die Mauer gerade geplant hat. Das ist ja super. Martin! Jojo, Moment. Ja. Das hat's damit auf sich, ganz klar. Ah, ich bin an der Yacht. Dann geh mal auf die Yacht drauf und bring das Zeug mit, was da liegt. Genau. Ich nehme doch jetzt erstmal hier die ganzen Koffer.
Da sind nämlich jede Menge Seile drauf auf der Yacht. Ja, brauche ich für den Wasserbeutel. Todesmauer! Oh, eine Schildkröte. Oh, hier sind. Alter, hier kommen vier Schildkröten ans Wasser. Ernannt. Dann mal los. Ans Wasser. Ans Wasser. Erstmal töten und ausnehmen. Schildkröten am Wasser, wo gibt's denn sowas? Soll ich bei der Yacht auch einen Marker setzen, damit ihr wisst, wo die ist? Oder? Ja, ja, bitte. Ja, mach mal. Weil da ist der Schildkröten-Spawn schlechthin. Mach mal hier so näher dran, Madden, oder? Oder wo willst du es bauen? Also hier würde ich so hinter unserem Ding direkt. Also so. Und hier, wo der Weg ist, kannst du ja dieses Holzding machen. Dann einfach. Zum ja. Öffnen. Wenn das Sinn macht. Hier liegt Geld rum. Juhu. Oh, das Spiel wird später noch so lustig. Jetzt freut sich schon. Ja. Ja. Ah, Kassette und Foto. Dieses Ding geht aber auch gar nicht kaputt. Planst du gerade, Martin? Ja, ich wollte hier dann eine Tür hinsetzen noch. Ich glaube, nur hier ist jetzt gerade kein Hai. Die Steinmauer verläuft aber schon vorm Haus. Ja, ne? So würde ich. Also... Ja, knapp hinterm Haus. Perfekt, perfekt, ja. Ihr könnt dann schon mal hinten anfangen zu bauen. Und da wo gelegt ist, eigentlich. Wo ist hinten, da wo du bist jetzt, oder? Bei Geblade. Achso. Wollen wir nicht hier auch noch ein Tor reinbauen? Ja, will ich da hier hinsetzen. Gerade. Hier. Nee, aber willst du hier vorne nicht auch noch eins haben? Ja, auch wieso? Du kannst ja von hier dann hier runterlaufen. Ja. Du hast ja hier Platz zum Laufen. Und ein Tor ist ein Schwachpunkt. Ja. Nicht, wenn wir davor eine CD bauen, ja? Ein Tower Defense. Labyrinth, wo die durchlaufen müssen. Ja klar. Mit Kalaschnikows, der Mini Gatling, ich weiß, ne? AKs, ja. Oh ja, perfekt. So richtig schön. Wie bei ARK, Gatlings. Mini Gatlings. Da kannst du Musik hören, toll. Also ich bin glücklich, ich habe jetzt relativ unbekannt. Aua! Ist das euer Ernst? Ab ins Wasser. Oh nein, jetzt die Farbe ab. Ja, du brennst immer noch. Ich brenn nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Mann, wir müssen mal einen Sessel vorder. Welche Scheiße, welche Kassette war gut? Welche Kassette war gut? Ja. Wasser, komm. Ich hab einen Kassettenrekorder. Ach komm, gib mir Wasser. Ich hasse es. Ach ja, perfekt. Jetzt geht meine Ausdauer wieder hoch. Kann man eigentlich hier auch so Sachen handeln wie Stoff? Ich bräuchte nicht diesen Stoff. Ja, mit deinem Metall-Trade, das du hast. Da kannst du das kombinieren und dann kannst du jemandem das geben. Hat man ein bisschen für mich? Ja, wie viel brauchst du und wie viel? Ich will mir die Steinachs bauen, ich mach mehr Schaden, da fällst du die Bäume. Aha. Okay. Warte, wie eine Steinachs? Warte mal. Ja. Stein, Stock und noch irgendwas. Ja, ihr könnt aber auch später in den Höhlen. Eine Kettensäge irgendwo finden. Kettensäge oder bessere Äxte. Also ja, Kettensäge wäre nice, Feuer. Weil ich habe nämlich zwei, wie heißt das? Zwei Benzintanks. Treibstoff, ja. So? Nee, die Kassette ist gut. Kann mal jemand nochmal dieses Zugding nochmal abbauen, kaputt machen oder so? Und dann ein neues bauen?
Achso, ja, warte mal, ich platziere mal eins, aber dafür brauchen wir noch mehr Stück. Das mit den Stöckchen ist echt übertrieben hier. Was für ein Zug, ja? Ein Stückchen. Ich hab mal ein Schild drin. Lager. Ach, die Karre. Ja, den Karren. Ja, hier. Den Karren. Hier ist die Holzschlitten. Hier ist die Karte, Karrenbauer 2. Wow. Du handelst aber auch mit Karte, ne, Karrenbauer? Ja, das ist Karren, deswegen. Hier. Viele Frauen knast geguckt, der Kleine. Und einen Baum sollten wir eh stehen lassen, wo man dann später mit dem Topf den Harzfang dran baut. Ja, wir wollen ja eh so ein bisschen stehen lassen nach dem Motto, dass wir dann da unsere Luftfestung bauen können, ne? Dann würde ich ja die nehmen, die zum Beispiel so einen Baum wie der hier, wo unten ziemlich kahl ist und erst ganz weit oben, dass die Krone anfängt. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Weil sonst hast du die Äste in deiner Bude drin. Macht Sinn. Ja. Also der hier ist auch perfekt dann, tatsächlich. Von mir gerade. Ja, hier sind mehrere. Er scheint ja richtig Feuer und Flamme zu sein. Immer. Ja, so, hier sind ganz viele Stückchen, perfekt. Baumfeld! Hallo, wie gesagt, die, wo unten ziemlich kahl sind, Kati, die am besten stehen lassen. Ja. Gesundheit. Ah, danke. Und am besten immer so ein paar nebeneinander stehen lassen, dass man Übergänge bauen kann. Ach, die kann man doch bestimmt ganz lange bauen, die Übergänge. Ja, nicht ewig lang. Und nein, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung, Kati! Vorsicht, Martin! Passiert nicht. Vorsicht, Martin, Alter. Das Ding war 3 Kilometer weg. Junge, das war direkt neben dir. Schieb der Panik, okay. Das Ding 10 Kilometer von meinem Topf. Ich guck grad meinem Topf Wasser Gänseblümchen oder so. Ja, ja, du kannst auch sowas für Suppen kochen. Ich wollte keine Suppe, ich wollte eigentlich nur was für. Ich wollte nur Wasser für meinen Wasserbehälter. Ich will auch keine Suppe die ganze Zeit. Dann geh doch an die, Die sind leer. Die sind leer. Hier ist noch drin. Du kannst noch 2 Holzstämme tragen, ne? Ja. Ich weiß. Du hast gerade nur einen, deswegen. Herzog, hier in dem Wasserbehälter ist noch drin. Hier. Macht ihr mal. Ich mach mal die Mauer weiter. Na toll, ist schon fertig. Brauchen wir irgendwo noch Baumstämme? Ja, wir brauchen überall Baumstämme. Guck mal auf der anderen, bei der anderen Mauer gucken, Kadi. Bei der anderen? Hm? Wieso? Da habt ihr doch schon alles gebockt gehabt. Nee, guck mal. Ich hab Samen. Da braucht man noch jede Menge Holzstämme. Ja. Wie duckt man sie? Da! Ich kann den Karren vielleicht aufnehmen. Warte mal, da! Nein. Ja? Hab ich schon probiert. Doch, ich sehe das eh. Ich auch, hab ich schon probiert. Geht nicht. Du kannst halt nicht aufnehmen, wenn du im Wasser bist. Tja, schade. So, es geht voran, Leute! Ich geh wieder ein bisschen jagen. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Dann Kachen ist.